Hallo zusammen, ich bin's wieder, die Lotti von Kreativ Leicht gemacht. Momentan bekomme ich ganz viele Anfragen nach der Länge der Gummibänder, ob es da noch Alternativen gibt, wie ich das Ganze hier in meine Masken einfädele, um es hinten im Nacken verschließen zu können. Aber auch die Variante mit dem Verbindungsstück wird ziemlich häufig angefragt. Und von daher dachte ich mir, ja, zeige ich euch das einfach nochmal in diesem separaten Video. Als allererstes fangen wir mal auch gleich mit der Alternative zum Gummiband an. Ich verwende auch ganz gerne diese Jersey-Streifen. Dafür nehme ich mir einfach so ein Stückchen Jersey, was noch übrig ist, und schneide mir ein Stückchen von 1 bzw. manchmal auch 1,5 cm ab. Dieses Stück, was wir hier abgeschnitten haben, braucht man jetzt einfach nur noch so ein bisschen ziehen und das rollt sich von ganz alleine ein. Und man sieht schon, ja, somit hätten wir uns schon mal ein elastisches Band für unsere Masken erstellt. Aber auch die Variante mit den Geschenkbändern geht ganz gut. Dafür nehme ich mir mein Stückchen Geschenkband hier. Fädel mir das in meine Nadel ein. Ihr könnt dafür aber auch eine Sicherheitsnadel verwenden. Auch eine Häkelnadel geht ganz gut. Dann liegt meine Maske so vor mir. Ich beginne unten rechts. Fädel mir das einmal so durch und auf der anderen Seite oben wieder zurück. Ja, ich persönlich mag es immer nicht so mit der Spitzenseite hier, da man da auch oft hängen bleibt, also fädle ich einfach mit der stumpfen Seite den Faden dadurch. Somit hätte ich jetzt oben schon meine feste Schlaufe und hier unten die beiden Enden, die ich mir jetzt einfach nur noch im Nacken mit einem Knoten oder einer Schleife zusammenbinden brauche. Meine Püppi liegt auch schon hier, um das Ganze noch mal auszuprobieren. Als allererstes drücke ich mir mal mein Draht auf der Nase fest, schiebe mir das obere Band auf dem Oberkopf hier und kann mir jetzt das Ganze hier hinten mit einer Schleife verschließen. Das ist auch super gut machbar. Wenn wir das jetzt hier als Gummiband hätten, dann könnte man sich das etwas leichter auf- und abziehen. Aber auch diese Variante, wenn man jetzt nichts mehr zur Verfügung hat, geht richtig gut. Die zweite Variante ist die mit dem Verbindungsstückchen und dem Gummiband hier. Dafür nehme ich mir wieder ein Reststückchen. Jetzt müsst ihr schauen, wie lang ihr das Ganze haben möchtet und wie breit letztendlich. Ich habe hier eine Länge von 24 cm, 2 cm, 2 cm eingeschlagen, also 20 cm mal 3 cm. Das Stückchen schneide ich mir jetzt erstmal zurecht. 24 cm. Das ist, glaube ich, schon. Ja, also müssen wir uns jetzt nur noch mal 9 cm abtrennen. Dieses Stückchen hier teile ich mir jetzt in 3 gleich große Abschnitte, lege mir die einfach so übereinander, stecke mir das schon mal fest und bügel da einfach einmal so rüber. Jetzt werde ich mir das Ganze mit einem Zierstich, ich denke mal, ich werde einen Zickzackstich nehmen, um mir gleich die zu versäubern, gleich erstmal vernähen. Die 2 cm schlage ich mir jetzt links und rechts als Schlaufe um. Ich werde hier auch wieder schön knappkantig das Ganze mit einem Zierstich vernähen. Und somit wäre das Verbindungsstück auch schon fertig. Auch hier wieder die beiden Schlaufen. Und wir können uns ein Stückchen Gummiband oder Jerseyband nehmen. Wenn wir gleich mal das hier mit verarbeiten. Dafür nehme ich jetzt wieder meine Nadel.
fädel mir das Ganze ein, nehme meine Maske. Ups, einmal so rum. Erst einmal von unten durch. Dann von oben durch die Maske. Jetzt schneide ich mir hier erstmal nur ein Stückchen ab. Das Ganze nochmal auf der anderen Seite. Einmal hier von unten durch das Verbindungsstück, von oben durch die Maske durch, so dass wir die Sachen hier erstmal miteinander verbunden haben. Und jetzt, ja, wäre es gut zu wissen und jemanden zu haben, dem man die anpassen möchte. Ich werde jetzt mal hier gleich meine Püppi nehmen. Könnt hier auch eine Schleifenvariante wieder wählen, falls es für jemanden ist, wo ihr jetzt noch nicht die Größe genau wisst. Wenn ich das jetzt aber für mich mache, dann passe ich mir das Ganze an und kann mir dann beim Knoten die richtige Größe abschneiden. Ich mache jetzt hier erstmal nur eine Schleife auf der anderen Seite. Ziehe es mir dann erstmal ein bisschen fester zusammen. Wenn man dann die richtige Größe für denjenigen hat, dann verknote ich mir das einfach und schneide mir den Überschuss ab. Jetzt kann dieses Gummiband ganz locker und leicht über den Ohren liegen. Hier hinten, ja, ist das Ganze so verbunden, dass die Maske nicht runterfällt vorne. Dieser kleine Knoten hier, den ziehe ich mir immer ganz gerne ins Verbindungsstück. Könnt ihr euch noch mit einem ganz kleinen, ja, Nadelstich festnähen, sodass das nicht mehr hin und her rutscht und der da auch wirklich drinnen bleibt, dass es ein bisschen, ja, besser aussieht. Hinten könnte man jetzt noch was Schönes raufsticken. Es fehlt uns noch der Draht. Auch beim Draht, ja, scheiden sich ja die Geister. Ich persönlich mag es jetzt lieber so handhaben, dass ich das Ganze mal beim Waschen entferne, einfädeln. Auch die Drahtlänge, ja, die wähle ich immer lieber etwas größer, nicht zu klein hier, und ruhig etwas, ja, etwas länger, sodass es gleich über der Wange auch noch ein bisschen fester ist. Eine weitere Variante ist die mit dem Knopfverschluss. Ich werde mal zwei, ja, schöne bunte Knöpfe nehmen hier und die nähe ich mir jetzt hier auf mein Verbindungsstück auf. Sieht doch schon mal ziemlich lustig aus. Und jetzt nehme ich mir wieder ein Stückchen Gummiband. Fädel mir das erstmal hier durch die Maske von unten durch. Brauche ich jetzt wirklich nicht viel Gummiband. Da reicht ein Stück von 20 cm. Ja. Durch die andere Seite auch. Hier werde ich mir erstmal nur einen leichten Knoten reinmachen, das Ganze dann wieder anpassen und dann, ja, noch mal richtig kräftig verknoten. So, wieder die Püppi her. Das Ganze würde ja jetzt so über die Ohren gespannt werden hier. Maske sitzt schon mal. Jetzt kommt unser Verbindungsstück mit dem Knopf. Einmal dahin und einmal so. Ich stecke das mal fest und schon können wir uns das Ganze hier richtig fest anziehen. Hier sitzt es dann wieder locker auf den Ohren und kann dann so abgemacht werden.
die Wäsche. Doch diese Enden hier schneide ich wieder mal ab und ziehe die hier mit rein. So ist das Ganze schön versteckt. Einmal kurz noch mit ein, zwei Stichen befestigt, dann rutscht auch der Knoten nicht mehr raus. Und somit wäre auch die letzte Variante fertig. Ich hoffe, ich konnte euch mit meinen paar kleinen Tipps hier ein bisschen weiterhelfen. Ich bedanke mich bei euch fürs lange Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.